Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns mal an, was zum 01.01.2017 alles Neues. Was heißt Neues? Ich will Ihnen einfach mal grundlegende oder wichtige Dinge ans Herz legen, die Sie mit Ihrem Steuerberater klären sollten und vielleicht eventuell Ihr Verhalten überdenken sollten. Okay, was also ganz, ganz wichtig ist, also egal ob jetzt was unser Fiskus oder unsere Regierung da macht, wenn die so lustige Wörter aneinander rein, ob das alles gut ist, lassen wir mal dahingestellt. Ob alles Sinn macht in der Praxis, ist auch wieder ein anderes Thema. Denn vieles wird einfach am Schreibtisch entworfen und nie in der Praxis richtig getestet und diese Ausnahmefälle auch mit integriert, das heißt in der Formulierung. Bedeutet im Klartext, nicht alles, was da unbedingt daherkommt, ist in der Praxis so gut. Nicht böse sein, es ist einfach meine persönliche Meinung. Und auf was Sie achten sollen, das schauen wir uns natürlich jetzt gleich in der Praxis an. In unserem Beispiel habe ich ein leeres System. Unter Anwendung und Buchhaltung und Buchungen habe ich jetzt hier für unsere Kasse 1 eine Eröffnung Buchung von 150 Euro Einlage, sprich Wechselgeld, hier. So, nun will ich jetzt etwas verkaufen. Machen wir einfach mal, sagen, okay, ich will einen neuen Umsatztag haben. Ich verkaufe die Hose, da habe ich jetzt zu wenig da, ich verkaufe es trotzdem, sage bezahlen, weiter. Ich brauche keinen Bohnen und dann verkaufe ich die Herrenschuhe, den flotten Stuhl. Sag ja, ich will die auch verkaufen, dann mache ich jetzt zwei Stück draus, ja, passt schon. Und sage, das ist mit EC. So, nun verkaufe ich eine Hose, weil es ist ja kalt. Ja, da mache ich einen Rabatt von 20% und sage bezahlen in bar weiter. So, einfach nur, dass jetzt mal schnell getätigte Umsätze haben. Was mache jetzt ich? Kein Verkäuferwechsel, ich will die Bohnenkopien haben. Nun sehen wir, dass wir einen Barumsatz von 218,20 Euro haben. So, das gleiche, also das sehen wir jetzt natürlich, wenn wir die Journalkopie über F12 aufrufen, sehen wir, dass wir hier einen Kassenbestand von 368,20 haben. Jetzt wird es nämlich interessant. Dadurch, dass Sie natürlich Ihr Wechselgeld erfassen müssen, klar, und soll ich jetzt sagen, dass das Wechselgeld natürlich mit dem Mittelaufbestand der Kasse übereinstimmen sollte oder annähernd der Mittelaufbestand der Kasse sein sollte, ist eigentlich selbsterklärend. Unser Gesetzgeber verlangt, hey, du musst jeden Tag zahlen, erzielen, Entschuldigung. Ja, zahlen müssen sie wahrscheinlich auch, Umsatzsteuer. Aber ist ja okay, wenn sie Umsatz machen, dann ist das auch vollkommen okay. So, sie müssen jeden Tag zählen. Okay, jetzt gehen wir einfach mal von der Situation aus, wenn sie nichts tun, ne, wenn sie keine Ausgaben haben, wenn sie alles immer sofort eintragen, wozu wir ihnen unbedingt raten, ja, dann ist alles gut. Ich mache jetzt mal hier einfach mal eine Datensicherung, um Ihnen das dann zeigen zu können, dass wir einfach hier einen Ausgangszustand wieder haben. So, wir gehen jetzt einfach aus der Kasse raus. Wir sagen ja, Tagesabschluss, ja, das will ich akzeptieren. So, wenn Sie es nun so machen, wie es sein soll. Sie wissen, ich habe 368 Euro drin. Ich zahle jetzt davon, keine Ahnung, heute 200 Euro auf die Bank ein. Ja, okay. So, dann haben Sie hier 200 Euro weniger, ne, mit minus Einzahlung. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 168 Euro und Sie haben vielleicht eine Ausgabe. Ich sag, keine Ahnung, was können wir hier nehmen? Wir sagen, Hermes ist doch jetzt wurscht. Wir sagen hier 10 Euro. Dann mache ich einfach VS hier unten rein für Versand. Egal, also ist jetzt nicht wichtig, was da drin steht. Es geht einfach nur darum, dass wir es natürlich jetzt eingeben. Und jetzt sage ich, das habe ich bezahlt von der Kasse, ja, das sonstige Ausgabe, egal. Normalerweise bucht man es halt auf die Versandkosten dann, sagen speichern, ja. Es geht jetzt nur einfach, um Ihnen zu zeigen, wie man es normalerweise macht. Das heißt, das, was Sie an dem Tag herausnehmen aus der Kasse, das geben Sie auch ein. Nun klicken Sie auf Journal drucken. Wechselgeld sollten Sie nun zählen. Das heißt, wir wissen, wir brauchen 158,20 zu diesem Zeitpunkt. So, und ich mache jetzt hier einfach mal da 15 und da, keine Ahnung, da 1, was haben wir? 10 Cent, ja, falsch, das war jetzt falsch. Bei den 10 Euro Scheine, da mache ich so 15. Das nehmen wir raus. Da sagen wir haben hier 9 Stück drin. Ja, das sind 5 Cent. Wo haben wir einen 1 Euro hier unten?
So, da haben wir hier 9 Stück drin, von 2 haben wir auch 1. So, wir sagen jetzt einfach mal, wir haben vielleicht Trinkgeld bekommen, wie auch immer. Das ist jetzt in der Kasse drin, dann steht hier 161 Euro drin. Wir sagen nun übernehmen und schließen. Fragt er uns, hey, 161 Euro, ist das so richtig? Dann können Sie sagen ja, oder Sie können sagen nein, dann können Sie mit der Zählung erneut beginnen. Wir sagen ja, das war richtig. Die erneute Abfrage fragt Sie nochmal, ist das richtig? Wenn Sie jetzt bestätigen, dann ist es vorbei, dann können Sie das nicht mehr rückwirkend ändern. Jetzt gehen wir einfach mal auf Journalkopien, damit Sie das auch sehen. Weil in der Journalkopie kann ich einfach eine Vorschau erzeugen, weil das Blatt Papier, das nun auf dem Drucker liegt, das sehen Sie ja natürlich nicht. Ich gehe hier auf Vorschau und sage Journalkopie. Nein, ich will das Wechselgeld nicht mehr erzählen. Und so sieht es dann aus. Das heißt, wir haben hier unsere Gesamteinnahme, unsere EC, unsere Bareinnahmen, hier unseren Kassenbestand in Bar, Mitlauf, minus unsere Ausgaben und so weiter. Alles gut. Somit, und hier unten haben wir auch ein Wechselgeld in Soll, 158,20 Euro und ein Wechselgeld, was wir tatsächlich gezählt haben, von 161 Euro. Das heißt, wir haben nun eine Differenz von 2,80 Euro im Plus. Das heißt, wir haben 2,80 Euro zu viel. Soweit, so gut. Das sollten Sie natürlich genauso jeden Tag machen. Jetzt kommen wir zu der Praxis. Die schaut natürlich ein bisschen anders aus. Dazu gehe ich jetzt einfach auf die Datensicherung und lade mir die Datensicherung zurück, die wir gerade erstellt haben. So, hierzu habe ich mal ein Word-Dokument vorbereitet, um Ihnen die Situation einfach zu erklären. Machen wir jetzt einfach ein Beispiel. Hier haben wir unseren Barumsatz, ja? 368,20 ist unser Kassenbestand. Jetzt könnte es aber sein, dass Sie zum Beispiel viel Pakete mit Hermes versenden, ja? Wir sagen jetzt einfach mal, Sie versenden 100 Pakete im Monat als Beispiel, okay? Das heißt, was ich damit sagen will, dass Sie auf eine Kostenstelle mehrere Buchen haben. Das heißt, Sie haben 100 Versandkostenaufkleber, also 100 Versandkostenbuchungen auf eine Kostenstelle. Jetzt wird es interessant. Ein Kunde hat einmal zu mir gesagt, er muss die Buchungen separat beim Steuerberater bezahlen. Das heißt, er zahlt für jede Buchung separat. Soweit, so gut. Wir nehmen jetzt einfach mal als irgendein Beispiel 10 Cent für eine Buchung. Das würde bedeuten, dass 100 Versandkostenbuchungen im Monat mit 10 Euro zusätzlich beim Steuerberater zu Buche schlagen. Das heißt, die zahlen pro Monat 10 Euro nur für diese Versandkostenbuchungen. So, das bedeutet, Sie haben 120 Euro zusätzlich im Jahr an Buchungskosten. Der Kunde hat zu mir gesagt, ja, ich sammle das. Er sammelt das Ganze, dass er sagt, okay, er weiß, er hat am Monatsende, in unserem Beispiel halt einfach 100 Buchungen, die zählt er dann alle zusammen, dann hat er einen Betrag XY und dann macht er das Ganze als eine Buchung im System. Das heißt, er sagt am Monatsende, er hat Versandkosten oder er hat 100 Versandbelege von Hermes mit einem Gesamtwert von 420 Euro und das bucht er dann an dem letzten Tag des Monats. Rein rechnerisch stimmt natürlich die Kasse dann am Ende des Monats wieder. Aber bis zum Ende des Monats, das heißt, wenn Sie einfach Geld aus der Kasse herausnehmen, Ihr Wechselgeld zählen, haben Sie natürlich eine ständig wachsende Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Soll und dem eigentlichen Ist. Denn Sie nehmen ja Wechselgeld raus, sagen, aber ist mir egal. Das habe ich halt einfach, also das nehmen Sie einfach raus, weil Sie ja die nachweisbar die Hermes-Versandbelege damit bezahlen. Und jetzt kommen wir wieder zum Steuerberater zurück. Das heißt, wenn Sie das Ganze nun auf eine Buchung zusammen summieren, dann heißt, dann haben Sie eine Buchung mit den 100 Belegen. Das haben Sie halt vorher schon ausgerechnet, haben Sie vielleicht mit einem Zettelchen oben drauf gepappt. Und dann zahlen Sie für nur einmal diese Buchung mit 10 Cent pro Monat und das Ganze mal 12 Monate. Dann haben wir einen Jahresbetrag von 1,20 Euro beim Steuerberater im Gegensatz zu einem Mehrkostenbetrag von 120 Euro beim Steuerberater. Der Einzige, der sich davon freut, ist unser Fiskus, weil der sagt, haha, wir kriegen jetzt auf die 120 Euro die Umsatzsteuer vom Steuerberater. Der Lackierte, der Dumme sind Sie. Weil Sie zahlen die Zeche. Sie arbeiten, Sie reißen sich den... Bitte verzeihen Sie mir jetzt den Ausdruck.
Sie reißen sich den Arsch auf, sie schauen, dass ihr Geschäft funktioniert und dann werden sie mit Mehrkosten bestraft, nur weil diese Situation nicht berücksichtigt ist. Hä? Weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt so verstehen muss. Sie wissen, was ich meine. Wenn man da jetzt wirklich ganz neutral drüber nachdenkt, muss man sagen, okay, ist was Wahres dran. Wie Sie das letztendlich handeln, müssen Sie allein mit Ihrem Steuerberater klären. Der richtige Weg ist auf jeden Fall der, dass wenn Sie den Tagesabschluss durchführen, ja, Ausgang, Tagesabschluss, ja, will ich durchführen, dass Sie hier alle getätigten Ausnahmen zeitnah am selben Tag erfassen. Denn, jetzt wird es nämlich interessant, machen wir einfach mal ein Beispiel. Okay. Wir sagen, okay, ja, passt schon alles und weiter, ich mache das schon mal. Ja, Wechselgeld will ich auch nicht zählen. Oder machen wir doch einfach. Wir sagen hier, was haben wir hier? Wir haben einen, da haben wir einen und da haben wir, keine Ahnung, da haben wir drei. Und jetzt sage ich hier übernehmen und schließen. Ja. So, muss natürlich jetzt wieder Journalkopie machen, damit Sie das natürlich sehen. So. Nein, will das Wechselgeld nicht nochmal zählen. So, dann ist natürlich jetzt, dann passiert sowas wie jetzt in unserem Beispiel. Die Mehrwertsteuersummen, das stimmt ja alles, okay? Aber hier, weil Sie immer Geld aus der Kasse genommen haben, zum Beispiel um die Versandgebühren für Hermes am Schalter zu bezahlen, haben Sie natürlich einen ständig absinkenden Wechselgeld Ist-Bestand im Gegensatz zu dem Sollbestand, weil der Sollbestand weiß ja nicht, dass Sie jetzt hier in unserem Beispiel einfach vielleicht 30 Euro oder 38,20 Euro für Hermes ausgegeben haben. Das weiß er ja nicht, weil Sie es ihm ja nicht gesagt haben oder ihm erst zum Monatsende sagen. Also das kann bei einer Betriebsprüfung problematisch werden. Fragen Sie Ihren Steuerberater, wie Sie es machen sollen. Und fragen Sie auch eventuell, mit welchen Kosten, Mehrkosten das dann für Sie verbunden ist, wenn Sie jeden Tag alles separat und einzeln buchen müssen. Weil wenn Sie übers Monat nochmal 10 Dekorationsbelege haben, über jeweils, keine Ahnung, über 30 Cent, über 1 Euro, über 5 Euro, was am Monatsende vielleicht 15 Euro ausmacht, könnten Sie natürlich die 10 Belege zusammenheften, schreiben 10 mal Dekoration ist gleich 15 Euro inklusive 19% Mehrwertsteuer. Dann bucht der Steuerberater das auf die richtige Kostenstelle. Alles gut. Also rein rechnerisch stimmt's. Aber beim Ausdruck des Tagesschnalls haben wir ein Problem. Des Weiteren kommen wir jetzt zur nächsten kritischen Situation. So, Sie sind zum Beispiel... wir sagen jetzt mal, wir haben den 29., wir haben Tagesabschluss gemacht, bla bla bla. So, jetzt haben wir vielleicht den 30. oder den 31. Egal. Oder es ist einfach ein paar Tage später oder sogar noch schlimmer, der Folgemonat. Jetzt fällt Ihnen ein, dass Sie sagen, okay, ich habe ja ganz vergessen, dass ich am 29. die Einzahlung, die ich auf die Bank getragen habe, also nachweislich auch auf dem Kontoauszug, dass ich habe sie haben vergessen, die einzugeben. Ja, was tun Sie jetzt? Sie haben in WABE natürlich die Möglichkeit, die Einzahlung auch nachzutragen, dass man sagen, okay, ich habe für auf ein Konto von einer Kasse, nämlich an einem Tag, wir sagen jetzt einfach mal, heute ist später als der 29.12., nehme ich jetzt 55 Euro und habe das eigentlich auf die Bank getragen, aber Sie haben es vergessen. Jetzt kann man sagen, ja, das dürfen Sie nicht vergessen. Ja, keine Ahnung, Sie sind krank, Sie sind auf dem Weg zum Geschäft, haben Sie einen Unfall, Sie haben sich das Bein gebrochen, die Frau kriegt das dritte Kind und schreit, die Oma ist die Kellertreppe runtergefallen. Es gibt so viele Situationen, wo man sagt, okay, Sie sind im Urlaub, kann ja auch sein. Und was ist dann? Was ist dann mit den Einzahlungen? Laut Kontoauszug sind die, als Beispiel, am 29.12. gebucht. In Ihrer Kasse hätten Sie keine Möglichkeit mehr, das noch einzugeben? Schwierig. Denn WABE Profi 3 verfügt ja über ein Kassenbuch. So, das heißt, das Kassenbuch sollte ja eigentlich mit den tatsächlich getätigten Buchungen auch auf gegenüber dem Kontoauszug ja alles übereinstimmen. Was ist aber, wenn Sie keine Möglichkeit mehr haben, nachträglich hier etwas Vergessenes einzutragen?
mir persönlich fällt jetzt da gar nichts ein, wie man das irgendwie handeln könnte, dann ist ja, stimmt Ihr komplettes Kassenbuch nicht. Denn das Kassenbuch wird ja automatisch erstellt. Und wenn diese Buchung da nicht drin ist, ja, sehr, sehr interessant. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, haben Sie hier die Möglichkeit, das zu tun. Wir empfehlen Ihnen, das natürlich nicht zu tun. Denn alles, was eventuell fragwürdig ist, kann zu Diskussionen und Debatten führen. Und Sie sind halt leider Gottes in der Beweispflicht. Ja? Wenn Sie es gleich machen, ist alles gut. Kein Problem. Wenn Sie es vergessen, genauso wie mit dem Auto. Wenn Sie mit dem Auto zu schnell in der Stadt fahren und Sie blitzen, ja, kann der Autohersteller auch nichts dafür. Okay. Nun könnt ihr natürlich sagen, habe ich vergessen, mache ich eine Journalkopie. Jetzt wird es interessant. Hier sagt er, hör mal auf, das Wechselgeld wurde gezählt, sollen wir es nochmal zählen? Sag ich, nein, brauchen wir jetzt nicht. Und das sehen wir es auch. Was jetzt nun interessant ist, dass wir hier eine Einzahlung für das Datum haben. In dem vorhergehenden Tagesjournal hatten wir das nicht klar, weil das vorhergehende Tagesjournal war ja ein anderes. Das heißt, hier war diese Einzahlung für das Datum, den 29.12., ja gar nicht vorhanden. Deswegen hat er das auch nicht aufführen können. Aber Wabi Profi 3 verfügt sowohl in der Bon-Kopie, also das heißt in der Journalkopie, in A4 oder auf dem Bon, hier oben über eine Information, das sagt hier, die Kopie ist vom 29.12. Um die Uhrzeit. Und das eigentliche Abschlussdatum und die Zeit war hier vom 29.12. um die Uhrzeit. Somit ist es beweisbar, dass das eine Kopie ist. Er nimmt auch einen Verweis auf das Original, das Sie an dieser Stelle immer aufbewahren müssen. Denn in der Kopie steht oben, dass es eine Kopie ist und dass es sich eigentlich nur eine Korrektur auf das Original ist. Ja? Wenn Sie das nicht aufheben, ist es unter Umständen problematisch. Also, wenn Sie sowas tun, immer die Originale vom Tagesbericht aufheben und die zwei Tagesjournale dazu heften, dann kann man erklären, sagen wir, schau mal her, habe ich vergessen einzugeben. Ist ja nichts Schlimmes, wir sind alle nur Menschen, das kann passieren. Aber es ist halt immer die Frage, inwieweit akzeptieren die das? Inwieweit dürfen sie als Mensch überhaupt noch irgendwas vergessen? Das ist ja die allererste Frage. Und abschließend möchte ich natürlich sagen, auch wenn Sie nachträglich etwas eintragen, das heißt, Sie machen eine Entnahme in Form eines Lohnes, einer Ausgabe, einer Einzahlung auf die Bank, einer Privatentnahme oder einer Privateinlage, verändert das nicht, und das ist wichtig, die getätigten mehrwertsteuerpflichtigen Umsätze des jeweiligen Tages, die sind nicht veränderbar. Lediglich die Einzahlungen oder wie ich es eben gerade schon aufgeführt habe, diese Positionen hier können sich natürlich verändern. Somit verändert sich auch der verbleibende Kassenbestand in bar. Und dann haben wir natürlich das allernächste Problem, dass wie in unserem Beispiel, natürlich, er sagt das mal auf, durch das erneute Ausdrucken habe ich ja einen Wechselbestand, also einen Wechselgeldbestand in Soll. In unserem Beispiel war es so, in dem vorhergehenden Ausdruck hatten wir 55 Euro mehr als verbleibenden Kassenbestand. Demzufolge war das Soll vorher 368,20. Dadurch, dass wir jetzt die Einzahlung eingetragen haben, verringert sich natürlich das Soll oder das tatsächliche Soll um die von Ihnen getätigte Entnahme, sprich der Einzahlung, in unserem Beispiel von 368 auf 313,20, was ja absolut korrekt ist. Und was sich nochmal durch das Original des Tagesberichtes jederzeit nachträglich beweisen lässt. Wie Sie letztendlich damit verfahren und damit umgehen, würde ich Sie bitte nochmal eindringlich darauf hinweisen, fragen Sie Ihren Steuerberater, was ist, wenn Sie was vergessen? Wie sollen Sie damit verfahren? Und tun Sie mal einen Gefallen, wenn Ihnen der Steuerberater irgendwie was sagt, so und so sollen Sie es machen, lassen Sie sich das gegebenenfalls schriftlich geben, denn ich weiß nicht, inwieweit ein Steuerberater im Falle... Wie soll ich das jetzt vorsichtig formulieren? Sagen wir es einfach so, inwieweit der Steuerberater für Sie die Hand ins Feuer legt. Das ist natürlich die allergrößte Frage. Deswegen abschließend unser Rat, machen Sie es jeden Tag gleich und sofort und nicht erst nächsten Tag, übernächsten Tag, fünf Tage später. Denn
Das ist heutzutage alles nachweisbar und wenn die Summen nicht zueinander passen, sind Sie in der Erklärungsnot oder in der Beweispflicht. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu sehr genervt und ich bitte auch zu verzeihen, dass ich vielleicht ein bisschen eindringlich oder permanent und intensiv auf irgendwas eingegangen bin. Aber das ist wirklich sehr, sehr wichtig und das erspart Ihnen, wenn Sie das berücksichtigen, wirklich unter Umständen viel Ärger und ermöglicht Ihnen ein wesentlich stressfreieres Arbeiten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin gute Umsätze.